Scheiße, jetzt habe ich so lange gewartet und rumgefummelt. Inzwischen lief hier was, aber wir gucken uns erstmal um. Also so ein Text von der anderen Gruppe. Rechte Mausbutton drehen. E. Weglegen. Aha. Das kann ich alles nehmen hier. Werfbar. Da könnte ich Leute mit ablenken. Handkreissäge, werfbar. E. Körpermanipulation. Linker Mausbutton. E. Weglegen. E. Drücken, durchsuchen. Ach, so geht das. Ein Kreditchip. Die nehmen wir doch gern. Oh, ich kann looten. Geil. Ich mag doch looten. Oh, der hat nichts. Arme Sau. Ah, noch ein Kreditchip. Nehme ich gern. Wir haben zwei Splitterhandgranaten. 30 im Standardgewehr. Wir haben auch nur diese eine Waffe, ne? Ich wollte es ja auch nicht anders. Noch geht hier nicht viel. Drücken Sie Umschalttaste, um zu sprinten. Ja, gleich. E-Eintrag anzeigen. E! Um das Steuerungsschema zu ändern, rufen Sie das... ja. Was soll ich denn machen? Hier jetzt einfach runter? Es geht immer noch so. Es ist immer noch ziemlich schnell. Ich habe die Maus doch schon langsamer gemacht. Irgendwie. Hui! Für Körperattacke. So schnell konnte ich das jetzt nicht lesen. Was ist das? Luftschachtgitter. Das kann ich öffnen. Ah, was ist denn hier? Hier ist wer? Ein Reisender. Ein Dreieckcode. Der Datenbank hinzugefügt. Dreieckcode. Nein, 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 nein. Drücken, 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 drücken. Ah. Scannen Sie diesen Dreieckcode mit der Deus Ex Universe ab. Zurück. Ich soll den scannen? Das müsste ich mir aufs Handy laden. Ach du Kacke, das mache ich jetzt aber nicht. Ich will spielen! Ich habe den ganzen Tag gewartet. Komme ich da eigentlich wieder rein hier in das Menü? Wartet mal, wo war das hier? Ist Zugang zum Atrium blockieren. Das sind meine Aufgaben. Was ist das? Multitool. Da kann ich was basteln. Aha. Und was ist das? Dreieckscodes. Scannen Sie über dem Spiel sind Dreieckscode. Auf exklusive Inhalte. Das mache ich jetzt in der Aufnahme. Pause. Ich habe eben einen Schreck gekriegt. Ich dachte, das nimmt nicht auf. Es nimmt auf. Alles gut. Keine Panik. Wir gehen weiter. Noch ist ja nichts Aufregendes passiert, außer dass das Spiel nicht starten wollte. Aber jetzt geht's. Es sieht geil aus. Es ist auch ultra scharf. Finde ich. Sieht man in YouTube nachher sowieso nicht. Aber ich habe hier so einen Nachzieheffekt. So ein... Wir gehen mal auf, ich habe das auf, wir gehen mal auf Grafik. Grafik war das, ne? Blutphysik, Bewegungsunschärfe. Ich schalte die mal aus. Zurück, zurück, zurück. Ja, irgendwie, ja, 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 ja. Ist hier noch eine? Die Maus ist immer noch sehr schnell. So wäre gut. Sorry. Oh, das ist jetzt zu langsam. Weil dann ist sie nämlich in den Menüs. Guck mal, wie wenig ich hier schon eingestellt habe. Ich gehe mal auf 6. So, zurück. Ah. Das ist mir jetzt fast zu langsam. Naja, gut. Irgendwann werde ich es rausfinden. Ich fange schon an wieder zu... Ach, da. Perventilieren. Ich habe damals Deus Ex Human... Dingens gespielt. Und das ist aber schon ziemlich lange her. Oh, das ist schick. Das gefällt mir sehr gut. 3? Was bedeutet 3? Was bedeutet die? Hier ist eine Karte. Werfbar ein Pylon. Eine Lampe. Ich habe hier oben
da unten in der Ecke habe ich so einen kleinen Lautsprecher. Keine Ahnung, wozu der ist. Und ein Mannequin. Und hoffentlich kommt das alles noch. Wir klettern mal hoch mit unseren Metallarmen. Ich habe mich drauf gefreut, denn das Spiel hat mir damals eigentlich Spaß gemacht. Ich habe relativ gute Erinnerungen dran. Hier ist der Gang verstopft. Oh, ich höre hier was. Überall ist Sand. Naja, es ist ja auch Dubai. Da kommt der Sandsturm. Oh, ich sollte mich ein bisschen beeilen, glaube ich. Die Texturen, das ist so rattenscharf. Wahnsinn. Kann ich hier irgendwas machen? Bewegen, greifen? Ich brauche keine Objektmanipulation. Kommen wir da vorbei? Ja. Ah, hier liegt wieder einer. Hier hat wieder nichts. Durchsuchen. Sanitätskasten. Das sind... Ach, E ist alles nehmen. Ah, alles klar. Habe ich sowieso schon wieder vergessen. Was war das eben? Werfbar. Handkreissäge. Soll ich hier hoch? Halten Sie leer gedrückt. Ah. Hier war noch... Nein. Ein Säckchen. Hier ist noch Zement. Braucht noch wer welchen? Das sieht aber frisch aus da unten. Ich mag da nicht runtergehen. Feuerlöscher? Nee, der hat einen Gammelarm. Der liegt schon länger da. Ja. Drücken Sie B, um das Augmentierungsrad zu öffnen. B, 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 B. Ich finde mein B nicht mehr. Um Smart Vision auszudrücken oder Smart Vision, drücken Sie mittleren Bausmatten, um sie zuzuweisen und verlassen Sie die... Ach, so ist... Ach, das sind meine Augmentierungen. Glasschildtarnung, Typhoon, Smart Vision, Beinschalldämpfer, der liegt auf F1, aha. F2, F4... Und wenn nicht, kann ich den hier auch auf F3 setzen? Geil, aber wir machen das mal so, wie das Spiel es möchte. Und Kostenmittel. Mhm. Augmentierter Bauarbeiter. Ich kann hier aber nichts machen. Bist du auch ein augmentierter Bauarbeiter? Ja, du hast noch Geld. Her damit. Und was... Ach, jetzt sehe ich hier... Das ist wie die Sicht hier bei Batman. Schwache Struktur. Huch! Das war ich nicht. Kann ich hier noch reingucken? E-Spind öffnen. Ah, Geld. Spind öffnen. Nee, nix drin. Nix für ein... Ah. Armen alten Mann. Für einen ganz arm. E-Eintrag anzeigen. Ich muss Schnellinventar. Das Schnellinventar ermöglicht Ihnen schnellen Zugriff auf Ihre Gegenstände. Das ist Tabulator, das wissen wir schon. Inventar. Ach hier, das ist mein Inventar. Biozell. Öffnen. Drücken Sie, um das Inventar zu öffnen. Objekte auswählen. Wählen Sie mit der Maus ein Objekt aus. Und mit diesen Symbolen können Sie... Ach so, das ist jetzt hier... Ah, Zugriff auf DLC-Code. Finden Sie die Depot... Hä? Anzeige? Klicken Sie im Inventarmenü auf die Depot-Anzeige zu öffnen. Klicken Sie auf den Gegenstand. Im Inventarmenü? Wegweiser... Depotanzeige. Oh. Oh. Ja. Ja. Ach so, die gewünschte Menge. Okay.
Okay. Okay. Oh. 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 Standardgewehr Elite. Version. Standardgewehr. Ausrüsten. Und 10 mm, das ist ja auch ausrüsten. Ach so, kann ich nichts. Ich kann nur eine Waffe mitnehmen. Dann nehmen wir die. So, und können wir hier irgendwas machen? Anpassen? Schaden? Da fehlt mir noch ein bisschen was. Oh, was kann ich denn hier noch alles machen? Gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir. Und hier können wir noch Plätze freischalten. Was ist das hier? Multitool, da unten, Mini-Matrix. Die Mini-Matrix Ground Zero GZ1 von C-Tech ist eine vom Benutzer auf dem Schlachtfeld konfigurierbare multifunktionale Landmine. Eine Biozelle. Diese bioelektrische Zelle von Voltaic ist die tragbare Variante der Energiespeicherzellen, mit denen Augmentierungen betrieben werden. Sie ist mit diesen vollständig kompatibel und kann problemlos zur schnellen Wiederaufladung benutzt werden. Ja, jetzt fehlt mir meine Uhr. Ich muss ja meinen Rechner 30.000 Mal hoch neu starten, neuen Treiber installieren. Jetzt fehlt mir meine Uhr im Display. Ja, ich hätte das auch wieder einschalten können, aber da war ich zu faul so. Und jetzt kann ich meckern. Testmunition. Eine Schachtel mit Projektilen aus Flüssigkristallen, Elastometern. Flüssigkristallin, Elastomeren. Umschlossen von einer zerbrechlichen Streuungsmatrix, die beim Abfeuern mit dem Taifun-Sprengsystem zusätzlich auf maximale Reichweite Drall stabilisiert ist. Geil. Und was ist ein Multitool? Null in Inventar. Ich hab hier... Oh, das ist ja Wahnsinn. Wir haben ein neues Gewehr. Was sagt die Anzeige? Oh. Da sind Gegner. Was sagt die? Nein. Ich guck mal noch. Hier ist vielleicht was... Ich kann den nur greifen. Ich will ihn untersuchen. Looten ist schön. Das gefällt mir. Es sieht wirklich richtig geil auf. Ah, Viscera. Die sind aber beide weiter weg, ne? Benutzen, deaktiviert. Schwarzmarktgeschäfte, Stromversorgung des Tastenfeldes wiederherstellen. Ich arbeite mittlerweile seit 6 Monaten für die Task Force 29, die neu gebildete Antiterroreinheit von Interpol. Heute Morgen wurde mein Team aufgrund eines Tipps eines Undercover-Agenten, das ist doch aber unser Einsatzziel, Stromversorgung wiederherstellen. Ach so, das sind hier... Kann man die denn nicht auswählen? Nein, ich darf jetzt nur das machen. Und wenn ich das ausgeschaltet habe, darf ich das auch nicht machen. Okay. Wurde durch eine elektronische gesteuerte Tür gestoppt. Das Problem ist der fehlende Strom. Ich muss irgendwie die Stromversorgung wiederherstellen, damit die Türen... Okay, auf Karte anzeigen. Ah, geil! Was ist das? Was ist das? Was blinkt da? Aktivierung ein Aus, Mission springen? Jensen? Das sind wir zurück. Ich heiße Jensen. Hm, wo finde ich denn die Stromversorgung? Hier irgendwo. Bist du das? Hebel? Ich steh mal auf. Nein. Ah, dich habe ich ja übersehen. Oh, was hat er denn? Datenbank, ein PDA! Connor, unsere Investoren werden nervös. Einige von ihnen überlegen bereits ernsthaft, ihre Verluste zu deckeln und aus dem Projekt auszusteigen. Scheiße, wenn das mein Geld wäre, würde ich dasselbe tun. Ich bin ziemlich sicher, das Wüstenjuwelressort wird nicht bis zum Abnahmetermin fertig. Das wäre dann der 5. geplatzte Termin. Ich muss dir sicher nicht sagen, was das bedeutet. Ich brauche eine Lösung, bevor Wahab Tahir untergeht. Ich brauche deine Hilfe, Connor. Können wir uns treffen? Ich bin am 10. in New York. Freunde? Habt ihr auch den BER gebaut? Ja, das kommt dabei aus. Hier kann ich rein. Ich kabel dich kaputt. Ah, was ist denn hier? Was haben wir denn hier? Was haben wir hier? Hä? Mülltonne.
kann man alles immer nur werfen. Passiert hier was? Werden die irgendwie nervös? Die stehen hier, genau. Die werden nicht nervös. Oh! Übergelupft. Ist hier Wasser? Ist hier gut? Okay. Hüpft der alte Mann runter. Der alte Jensenmann. Ach du Scheiße! Netz, Kuh, Hecken! Oh, was soll ich denn jetzt hier machen? Navigieren Sie mit der Maus zwischen den Knoten. Verzeichne Sicherheitsstufe Level 50. Drücken Sie C, um den Knoten zu übernehmen. C? Was soll ich denn hier machen? Knoten? Verbindung trennen, Kuh verlassen. Drücken Sie C, um den Knoten zu übernehmen. Ach da. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Nein, ich mach das falsch. Ich weiß gar nicht, was ich hier... F verstärken? Die Registrie? C. Zugriff verweigert. Weiter. Ich hab das. Ich war jetzt ein bisschen überfordert, hat man gemerkt. Q. Nein! Ich hab doch Q gedrückt, dachte ich. Ach so, ich muss jetzt. E-Eintrag anzeigen halten? Ja, das ist. Stromversorgung des Tastenfelds wieder. Die ist doch an. Hä? Es blinkt doch dort. Also den. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Ja, der Text hier, der nervt. Ich sehe doch gar nicht, was ich machen soll hier. Jetzt. Können die da den Text drüber blenden? Mann, ey. Oh. Ich bleib mal unten. Tutorial-Modus. Folgen Sie dem grünen Hologramm, um Tutorial-Anweisungen zu verschiedenen Spielmechaniken zu erhalten. Lernen Sie, wie man in Deckung geht. Wir machen das mal, weil ich weiß ja gar nichts. Gehen Sie zum Hologramm. Drücken Sie F, um in Deckung zu gehen. F. Aha. Elen Sie auf die Deckung neben dem grünen Hologramm und drücken Sie leer, um sich von der aktuellen zur nächsten zu bewegen. Zielen Sie auf das grüne Hologramm und drücken Sie leer. Ja. Und jetzt bin ich hier. Erreichen Sie die Hologramme 3 von 6. Eintrag E anzeigen. Ja, ja, ja. Haben wir doch zurück. F. Ich sehe hier nichts. Drücken Sie Position 1. Was soll ich denn jetzt machen? Oder Ende, um das Zeug... Ach so, oder Ende. Ende. Wo ist denn jetzt hier Ende? Da. Verlassen. F. Aha. F. F. Space. Da geht's schon los. Ja, eine Spendanten.
kann das jetzt. Komm, hüpf da hin. Und jetzt hier. Komm. Oh, und hier ist ein Pfötchen. Ja, halten. Was soll ich denn jetzt machen mit ihm? Soll ich den einfach so tot machen? Ich will nicht rumballern. Ja, ich komme ja gleich. Ich brauche ein bisschen. Oh. Ja, komisch, was du hier machst. Schleich mal hier. Schleich mal hier hin. Kuh halten, Kuh drücken. Ausschalten. Ich hab Kuh gehalten. Ausschalten Versuch sagt Energiekosten und ist nun verfügbar. Wenn die Energieuntergrenze voll ist, ist nur verfügbar. Achso. Eliminieren ist lauter und es besteht ein höheres Risiko aufzufallen. Nicht tödlich. Neutralisieren ist leiser. Das Risiko aufzufallen ist niedriger. Aber NPCs können vom Verbündeten aufgeweckt werden. Oh. Das sind noch mehr. Guckt er jetzt hierher? Nee. Ich gehe mal hier hin. Warte. Das ist jetzt schon ein bisschen doof. Ne? Oh, ich will den untersuchen. Kommst du wieder her? Was? Ich glaube, jetzt geht die Ballerei gleich los. Warum kam das denn jetzt nicht mehr? Habe ich jetzt nicht verstanden. Ich kann hier an denen vorbeigehen. Ah. Kann ich hier oben... Nee, hier kann ich nicht oben. Huch. Was war das? Habt ihr das gesehen? Die waren ganz dicht. Die sichern sich gegenseitig. Der sieht mich nachher, wenn ich jetzt hier weitergehe. Wir schleichen mal ein bisschen. Seht ihr, da ist es schon passiert. Ich kann nicht gut drücken. Ich drücke Q, ich halte es. Da ist der andere, ne? Tipp jetzt mal nur auf Q. Jetzt habe ich nur raufgetippt. Ah, so geht das. Alles klar. Habe ich das falsch gelesen? E? Ja, die geht mal her. Steh auf. Kannst du nicht aufstehen? Achso, muss ich jetzt erst... Achso, das geht nicht. Die drücke ich mir auch. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Noch haben wir Platz. Vielleicht kann man sowas verkaufen. Ich weiß es nicht. Ich vermute es mal. Ich krieg Hunger. Ich habe nichts zum Abendbrot gegessen. Ich hatte heute Chinesisch und das hat sehr gut geschmeckt. Oh, jetzt geht das wieder los. Hacken wir mal. C. Wir lenken ihn ab. Haben wir alle?
Und nu? Jetzt passt das hier nicht aufs Bild drauf. Ach, ich bin ja doof. Ach, das kann man noch bewegen. Weiter. Na, was haben wir denn hier? Ah, das brauchen wir immer. Was haben wir hier noch? Jensen, Mac, Achtung! Laut Doppler nähert sich der Sandsturm schnell. Er ist groß und trifft uns voll. Ich hasse die Wüste. Visuelle Bestätigung? Ja, die Zeit ist nicht auf unserer Seite. Verstanden. Verstanden. Zu. Zu. Ah. Oh, ich kann Schränke aufmachen. Oh, geil. Ist hier noch irgendwas? Ich habe bestimmt noch was. Na gut. So, wir müssen... Oh, die Uhr! Scheiße! Festgespielt. Gutes Zeichen. Ich danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann mal gucken, wie es hier weitergeht. Tschüss.